So, weiter geht's heute mit Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir machen weiter und sollen jetzt oder will jetzt den Anführer hier töten. Viele sollten es jetzt ja nicht mehr sein. Hier ist das Haus des Anführers. 1, 2. Abantes. Und dann sollte es schon was wieder durch sein. Ja, viele sollten es jetzt nicht mehr sein. Ich muss vorsichtig sein. Ja. Hier sind viele Wachen. Mich besiegst du! Kannst du mal sicher sein, dass ich das doch tue? Dann machen wir das doch mal. Tschüss, der nächste, Level 33. So, dann haben wir die Nummer auch mal im Eilverfahren uns gekrallt. Ich weiß noch nicht, ob wir tatsächlich da schon. Ich weiß nicht, auf welche Stufe der Angriffskrieg wäre. Warte mal. Auf schwer. Auf schwer. Hier wäre eine Verteidigung, die geht auf normal. Und die an der Angriff wäre auf schwer. Na blöd, ne? So, habe ich jetzt. Oh, da ist einer. Nicht? Oh, schade. Gute Nacht. Warte mal, jetzt haben wir hier noch irgendwas. Nö, Haus des Anführers ist ja tot. Krass, wie gesagt, als Angreifer bin ich auf schwer und als Verteidiger sind wir auf normal. Normalerweise hätte ich gedacht, vielleicht ja Angreifer als leicht, aber die ja runter haben. Das macht aber keinen Sinn. Das macht normalerweise 0,0 Sinn. Wie gesagt, ja, wir können angreifen, dann sind wir auf schwer. Ist da noch, jetzt läuft da noch rum. Also, ja, ich weiß, was du meinst, aber 34. Hippolyte, die ist schon Wetterkriegerin. Und da los, ja, gut, okay, das hat man ja schon. Und Level 47 Midilos. Ja, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich wundere, da so wenige. Wir haben ja einige Sachen schon gemacht. Übrigens, wir müssen keine Athena, weil ich letztens gesagt habe, ja, wir können es schnell mal eben kurz das zweite Siegel holen. Nee, eher nicht. Wir müssen quasi einmal rote Anführer töten. Dann hätten wir die Geschichte.
dann hätten wir die Geschichte. Wenn wir rote Anführer töten, ja, dann easy peasy. Hier zum Beispiel. Aber das ist nur ein Banditenanführer und kein Polemarch. Hier wäre ein Polemarch. Hafen Isaiah, aber den haben wir schon eingenommen. Guck mal, ihr seht gerade, Verteidigung haben wir, habe ich Dings, und Angriff habe ich auf schwer. Wie gesagt, ich wundere mich, weil eigentlich haben wir ja alles relativ gut. Schwierig. Wir haben jetzt einen Angriff nochmal. Oh, wir können Bootsleute holen. Damit er deine Gegner für 30 Sekunden ablenkt. Oh, das ist immer. Das klingt gut. So. Ich will die eigentlich angreifen. Ich will die ja nicht verteidigen. Ich wundere mich deswegen, dass ich die. Ja, ich wollte keine neue Quest mehr machen. Die letzte Folge war ja schon so lange. Jetzt haben wir schon wieder eine kurze Folge wieder heute mal. Ich spiele jetzt ein bisschen auf Zeit, weil ich will die Folge nicht in ein paar Minuten beenden. Ich wollte heute nur den Anführer kennen. Ich dachte, der hat ein bisschen mehr Gegenwehr. Eine Katze? So, ich guck mal gerade wegen dem Typen hier. Schmiedi. Oder was? Alter, ich habe immer was gemacht. Hört auf damit. Was kann ich dir bringen? Verkaufen. Die Coil benutze ich sowieso nicht. Die können wir auch verkaufen hier. Wir verkaufen jetzt mal alles. Arme, können wir alles verkaufen, was aber brauchen wir alles nicht. So. Beine verkauft. So, alle Handelsgüter erstmal verticken wieder. Und schon haben wir die Kohle, die wir damals Xenia gegeben haben, wieder drin. Wir nehmen das Krummschwert. Wir nehmen die Geschichte. Den Speerzeug brauchen wir nicht. Wir nehmen weiter, nehmen natürlich den Bogen. Nehmen wir. Die 43er nehmen wir. Wir nehmen die 55er Torso. Das nehmen wir, die Hüfte. Wir nehmen die Geschichte. Wir nehmen die Geschichte. Und damit haben wir es. Danke fürs Vorbeischauen. Jo, kein Problem. Und damit müssen wir jetzt erstmal wieder aufrüsten.
Warte mal. Genau, die haben wir weiter ausgerüstet. Jetzt müssen wir doch schnell den Bogen hier ausrüsten. Die neue Maske aufrüsten. Die nehmen wir erstmal mit. Meinig ist jetzt gekriegt an Sachen. Wir nehmen jetzt erstmal die mit. Und rüsten dann unsere... Dinge aus. Perfekt. Damit sind wir jetzt deutlich stärker als war das vorher waren. Ich weiß gar nicht, ob sich jetzt irgendwas geändert hat. Ich will ja angreifen, aber wir haben immer noch schwer. Ich hatte eigentlich gedacht, ich krieg vielleicht durch die Dings ein bisschen. Aber ich glaube, damit müssen wir noch ein paar Leute mehr killen. Da müssen wir ein paar Anführer noch killen. Damit wir vielleicht die Chance haben, uns die Pirateninseln zu holen. Gut. Jo, passt. Ich bin raus, Leute. Wir sehen uns jetzt tatsächlich wieder erst morgen um 12 Uhr. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Tschüss.